Pilger. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, von der reinen Quantität ist es sicherlich ein recht schlanker Gesetzentwurf, über den wir heute abschließend debattieren. Auf dem Papier handelt es sich ja nur um einige wenige Änderungen im Straßenverkehrsgesetz, aber die Tragweite dieser Änderungen, die wir heute auf den Weg bringen werden, ist dafür umso größer. Wir stellen Mensch und Computer beim Autofahren rechtlich gleich. Und damit wird sich auch die Zukunft des Automobils nachhaltig verändern. Innovationen und der technische Fortschritt im Automobilbereich sind schon lange ein wichtiger Garant für den Wohlstand unseres Landes. Wenn es uns darum geht, die Automobilindustrie auch in Zukunft stark zu halten, dann geht es uns ja auch immer um die Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. In Zukunft werden diese Innovationen wichtiger denn je. Wir stellen daher mit dem Gesetz auch eine entscheidende Weiche für die Zukunft unseres Automobilstandortes. Ich glaube, wir können sagen, auf dem Gebiet des automatisierten Fahrens ist Deutschland bereits jetzt Vorreiter. Und diese Erfolgsgeschichte wollen wir weiter fortsetzen. Das Autoland Deutschland, meine Damen und Herren, muss auch beim automatisierten Fahren weltweit an der Spitze stehen. Automobilität wird schon in einigen Jahren nicht mehr so sein, wie wir sie heute kennen. Der Computer wird immer öfter die Fahraufgabe übernehmen. Für die heute geborene Generation werden selbststeuernde Autos eine Selbstverständlichkeit sein. Die Zahl der Verkehrsunfälle wird durch diese Technologie enorm zurückgehen, aber bis zum vollständigen autonomen Fahren ist es, wurde vorhin schon gesagt, zweifelsohne noch ein sehr langer Weg. Aber wir schaffen jetzt mit diesem Gesetz frühzeitig die Grundlagen, um diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen. Solch große Veränderungen werfen natürlich viele Fragen auf. Die dringend erforderlichen rechtlichen Antworten wurden in diesem Gesetzentwurf auf breiter Ebene diskutiert und abgestimmt. In den letzten Wochen haben wir im Ausschuss diskutiert und wir haben uns auch mit unserem Koalitionspartner intensiv ausgetauscht, um die letzten strittigen Punkte zu klären. Und ich denke, wir haben nun wirklich einen hervorragenden Gesetzentwurf, der hohe Ansprüche auch an den Verbraucher und Datenschutz stellt. Ich möchte nun nicht noch einmal auf alle Inhalte des Gesetzes eingehen, aber schon noch einmal den Kern der Regelung herausstellen. Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass sich der Fahrer vom Verkehrsgeschehen abwenden kann, wenn das System die Kontrolle über das Fahrzeug übernommen hat. Mit der Aktivierung von hoch- und vollautomatisierten Fahrsystemen kann die Zeit im Auto wirklich für viele sinnvolle Dinge genutzt werden. Wir schaffen also wirklich zusätzliche Vorteile für den Autofahrer. Der Fahrzeugführer muss aber auch dann wahrnehmungsbereit sein, sodass er jederzeit in der Lage ist, die Fahrzeugsteuerung wieder zu übernehmen, wenn er dazu aufgefordert wird. Wichtig zu betonen, hier geht es um das hoch- und vollautomatisierte Fahren, nicht um das autonome Fahren. Auch bei offensichtlichen Umständen, wie zum Beispiel einem geplatzten Reifen, muss der Fahrer aktiv werden. Wir regeln damit, denke ich, rechtlich vernünftig das schwierige Zusammenspiel zwischen menschlichem Fahrer und Computer, was so bislang wirklich weltweit einmalig ist. Dabei trägt der Gesetzentwurf auch dafür Sorge, dass für Fahrer und Halter keine neuen Risiken in der Haftung entstehen können. Zur Klärung von Haftungsansprüchen ist es eben zwingend erforderlich, dass aufgezeichnet wird, ob bei Unfall- oder Schadensereignissen der Computer oder der Mensch die Fahraufgabe innehatte. Und ich glaube, das ist wirklich im Interesse aller Beteiligten, Fahrzeughalter, Fahrzeugführer, genauso mögliche Unfallbeteiligte und natürlich auch der Hersteller. So schaffen wir klare Regelungen, was die Haftungsfrage anbelangt. Natürlich müssen wir mit den anfallenden Daten sehr sensibel umgehen. Daher verbleiben die Daten, die das Fahrzeug dafür aufzeichnen muss, in einem Datenspeicher, einer Art Blackbox im Auto. Eine Übermittlung ist nur zulässig, wenn sie für die Aufklärung von Unfall- oder Schadensereignissen oder Verkehrsverstößen notwendig ist und wird auch dann auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Hoch- und vollautomatisierte Fahrsysteme sind bislang noch nicht auf dem Markt, werden aber bereits in wenigen Jahren verfügbar sein. Wir stellen mit dem Gesetz auch sicher, dass die Industrie ihrer Verantwortung nachkommen kann, ausgereifte und sichere Systeme auf den Markt zu bringen, die auch mit denkbar schwierigen Situationen im Verkehrsgeschehen zurechtkommen. Zudem haben wir uns im parlamentarischen Verfahren darauf verständigt, dass die Systeme erkennen müssen, wenn diese nicht bestimmungsgemäß verwendet werden. Und nun liegt der Ball bei der Industrie, entsprechende Systeme zur Marktreife zu bringen. Dazu erhalten die Hersteller mit diesen Regelungen die notwendige Sicherheit und Verlässlichkeit.
Meine Damen und Herren, das automatisierte Fahren ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in eine intelligente, vernetzte und nachhaltige Mobilität von morgen. Ich bitte Sie daher um Zustimmung für diesen Gesetzentwurf, mit dem wir Deutschland als Land der Innovation weiter nach vorne bringen und Mobilität für den Einzelnen angenehmer, effizienter und sicherer machen. Nächster Redner ist der Kollege Andreas Rimko.